Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Ost und West zum ersten Adventswochenende. In den grenznahen Städten und auch bei uns gab es den erwartet verstärkten Besucheranstrom. Auf DDR-Gebiet mussten Autofahrer wieder viel Geduld aufbringen. Erneut waren Staus, vor allem im bayerischen Raum, bis zu 60 und 70 Kilometer an der Tagesordnung. Nach Schätzung des Bundesinnenministeriums zählte man allein bis gestern Abend mehr als eine halbe Million DDR-Bürger. Heute und morgen wird die Millionenzahl weit überschritten. Es geht also wieder rund. Bei uns schien sich erfreulicherweise am vierten deutsch-deutschen Wochenende trotz einiger hunderttausend Gäste vieles schon ein bisschen eingespielt zu haben. Von Chaos keine Rede mehr. Siegfried Wichmann und Dagmar Hovestedt waren mit zwei Abendschau-Kamerateams während des ganzen Tages unterwegs. Ja, und Siegfried Wichmann, gerade ins Studio gekommen, sortiert noch für seinen Beitrag, den er gleich live kommentieren wird, seine Notizen. Wie war der Gesamteindruck dieses Tages, Siegfried? Ja, es war erstmal sehr anstrengend. Und Leute mit sehr feinen Nasen werden gemerkt haben, es hat etwas anders gerochen als sonst. Also es waren etwas weniger Trabis da. Die meisten Besucher haben ihre Autos zu Hause gelassen. Ja, Sie haben viele Informationen mitgebracht, in einem Beitrag zusammengeschnitten. Schauen wir uns mal an, was wir drauf haben. Da schießen wir los. Es war 8.48 Uhr heute früh, da kam zum ersten Mal ein Sonderzug aus Dresden nach West-Berlin. 1.100 DDR-Bürger ergossen sich förmlich auf die Straßen Charlottenburgs. Ein Zug aus Magdeburg dagegen, der auf dem Bahnhof Spandau ankam, war mit 266 Fahrgästen fast leer. Die Sonderzugregelung hat sich offenbar noch nicht ganz rumgesprochen. Reges Kommen und Gehen herrschte an den innerstädtischen Grenzübergängen. Besonders viel los war an der Oberbaumbrücke, wo ein Bus die Besucher direkt zur Zahlstelle fürs Begrüßungsgeld brachte. Am U-Bahnhof Schlesisches Tor dagegen war den ganzen Tag über so voll wie im Berufsverkehr. Hier konnte kein Gefühl von Einsamkeit aufkommen. Wie war der Andrang an den Begrüßungsgeldstellen, Siegfried Wichmann? Ja, an einigen ging es so schnell, dass man nicht sehr lange warten musste, aber die DDR-Bürger haben ein Talent, lange Schlangen aufzuspüren. Diese hier an der Neuen Welt mussten ungefähr 2 Stunden warten, ehe sie an die begehrten 100 Mark rankamen. Aber alle waren ja offensichtlich recht geduldig. Ja, und dann wurde das Geld ganz schnell zum Kaufmann gebracht. Trubel auf der Straße, wo Ost- und Westkunden miteinander um die Wette kauften. Ruhe hatte nur, wer über den Dingen stand, wie die Plastiken auf dem Hermannplatz. Für die Polizei gab es viel zu tun, aber bei der Jagd nach Parkzündern schonten sie die Gäste und verwarnten sie nur zum Nulltarif. Was war eigentlich in der City los? Ja, am Kurfürstendamm, da war es eine einzige Massenkundgebung für den Konsum. Und mit den Leuten hier hatte die Polizei ihre liebe Not. Viele Fußgänger machen eben auch viel Ärger. Dies hat dazu geführt, dass leider vereinzelt bzw. im verstärkten Maße Verstöße der Lichtzeichenanlage für Fußgänger festgestellt werden musste. Mit anderen Worten, die Leute sind immer bei Rot über die Straße gelaufen. In der City habe ich auch den BVG-Direktor getroffen, der ebenfalls eine Tagesbilanz gezogen hat. Herr Lorenzen, zum ersten Mal sind DDR-Bürger direkt mit der Eisenbahn nach West-Berlin gekommen. Hat das für Sie eine Entlastung gebracht? Ja, das hat eine ganz bedeutende Entlastung gebracht. Wir haben den eigentlich kaum noch bewältigungsfähigen Schwerpunkt Schönefeld dadurch entlasten können. Und dadurch, dass auch Züge eben nach Charlottenburg reingefahren sind, haben wir einen Zielpunkt, wo sofort Einkaufsmöglichkeiten bestehen, Wilmersdorfer Straße, wo Banken sind, wo man das Begrüßungsgeld abholen kann. Also unmittelbar die Anlaufstellen vorhanden sind, die die Besucher auch brauchen. Manche Besucher brauchten etwas Besonderes. Dagmar Hovestedt traf unternehmungslustige Damen und Herren aus London. Sie waren für einen halben Tag hierher geflogen. 108 britische Pfund haben sie investiert, um ein paar Pfund Erinnerungen an die Mauer mit nach Hause zu nehmen. Für solche Weihnachtsgeschenke kann man schon mal einen 5-Uhr-Tee sausen lassen. Ja, Berlin ist also im wahrsten Sinne des Wortes wieder einreisewert. Ja, und es ist immer schwer was los. Also ich denke, in Städten wie London, Paris oder Tokio, ist das selbstverständlich. Ja, da ist immer Gedränge. Gedränge gehört eben zu einer Weltstadt. Lange haben wir geklagt, jetzt haben wir den Andrang, jetzt müssen wir halt auch mit fertig werden. Ich finde es schön so. Danke für diesen Bericht. Ja, meine Damen und Herren, seit 2 Stunden
ist er wieder in Berlin. Bundespräsident Richard von Weizsäcker, als er vor 5 Jahren als regierender Bürgermeister unsere Stadt in Richtung Bonn verließ, versprach er, Sie erinnern sich, so oft es seine Zeit erlaube, Berlin einen Besuch abzustatten, wollte er es tun. Er hat Wort gehalten. Heute kam er zum 100. Mal als Bundespräsident an die Spree aus Tempelhof. Siegfried Schenk. Haben Sie selber nachgezählt? Also ich bin nicht zum 100. Mal in Berlin, sondern zum 100. Mal, seitdem ich in meinem jetzigen Amt bin in Berlin. Sie waren... Nein, ich habe ja als Kind viele Jahre hier gelebt. Und aber als Bundespräsident? Ja, richtig, ja. Nein, selber nachgezählt habe ich nicht. Aber ich habe sehr gute Beamte, die werden das schon richtig gezählt haben. Sie waren ja vor 3 Wochen das letzte Mal hier am Potsdamer Platz. Da haben Sie mit DDR-Bürgern gesprochen, mit Volkspolizisten, haben auch Ostberliner Boden betreten. Heute Abend haben Sie wieder Gäste aus der DDR eingeladen ins Schloss Bellevue. Richtig. Heute Abend ist ein Konzert mit jungen Musikern, das der Sender Freies Berlin jedes Jahr zusammen mit mir so veranstaltet, dass erst das Jugendkonzert in Bellevue ist und dann, ich glaube, am Neujahrstag es gesendet wird. Ja, wenn junge Künstler kommen, dann ist es doch schön, wenn auch junge und alte Zuhörer aus beiden Teilen der Stadt dazukommen. Ich freue mich, dass verschiedene die Einladung angenommen haben. Und wird es denn anschließend Gespräche geben? Ja, aber ganz sicher, ja. Und morgen geht es in den Gropiusbau? Unter anderem, ja. Gropiusbau, da ist ja die Ausstellung von einem Leipziger Maler, dem Maler Heißig, und der kommt übrigens auch heute Abend. Und führe aber noch verschiedene Gespräche, wie jedes Mal in Berlin. 9 Mitglieder der Beobachtergruppe für Rüstungskontrolle des amerikanischen Senats kamen in Begleitung des amerikanischen Botschafters in Bonn, Walters, nach Berlin und haben sich heute in Gesprächen mit Politikern über die aktuelle Situation der Stadt informiert. Hans-Joachim Lorenz begleitete die Gäste auf ihrer kleinen Rundreise. Heute Vormittag Begrüßung der Gäste im Rathaus Schöneberg durch Parlamentspräsident Jürgen Wohlrabe. Ebenso dabei CDU-Chef Eberhard Diepgen. Für den Berliner Senat kam Bürgermeisterin Ingrid Stamer. Wohlrabe unterstrich ebenso wie zuvor Diepgen, dass die Deutschen in der DDR den Weg der Reformen selbst bestimmen müssten. Die Frage der Einheit habe europäische Dimensionen, müsse aber letztlich durch freie Abstimmung der Menschen in beiden deutschen Staaten und mit Billigung der Nachbarn entschieden werden. Neutralität sei kein Preis für die Einheit. Gastgeberin im Reichstag war am Nachmittag die Bundesministerin für innerdeutsche Beziehungen Dorothee Wilms. Gegenüber den Senatoren erklärte sie bei einem Spaziergang an der Mauer, dass die DDR weiterhin ein sozialistischer Staat mit eindeutiger marxistisch-leninistischer Prägung sei. Die Volkskammer habe zwar gestern den Führungsanspruch der SED aus der Verfassung gestrichen, nicht aber das Selbstverständnis der DDR als sozialistischer Arbeiter- und Bauernstaat. Von Pluralismus könne daher keine Rede sein. Persönliche Wünsche am Brandenburger Tor. Wir hoffen ja, dass auch bald die Mauer hier am Brandenburger Tor nur noch ein Denkmal, eine Erinnerung an schlechte Zeiten ist, aber dass wir wieder frei durch das Brandenburger Tor gehen können. Wir glauben an die Einheit und applaudieren allen, die für Einheit in diesem Land kämpfen. Wir glauben, dass Einheit durch Freiheit kommen wird, politische Freiheit, wirtschaftliche Freiheit und Freiheit des Glaubens. Die Vereinigten Staaten treten an der Seite von Deutschland für Freiheit ein. Und dann noch die aktuelle Frage an US-Botschafter Walters zur Idee, die Westberliner direkt an den nächsten Wahlen zum Bundestag teilnehmen zu lassen. Das ist eine deutsche Affäre zwischen Berlin und dem Bundestag. Sehr gut, sehr gut. Die Ausländer haben nichts damit zu tun. Sehr gut, Herr Botschafter. Freiheit und Einheit seien die stärkste Kraft in der Welt. Niemand könne den Wunsch danach auf Dauer unterdrücken, sagte Senator Warner aus Virginia beeindruckt. Das Brandenburger Tor sei dafür ein Beispiel. Ja, etwas später als gewohnt nun das Wetter. Abends meist klar, nachts Nebelbildung mit Raureifablagerungen. Tiefste Temperatur je nach Stadtlage -4 bis -7 Grad. Morgen meist dunstig, trübe, nur gelegentlich aufheiternd, höchste Temperatur um 0 Grad. Und nun zu anderen Themen des Tages in unserer Nachrichtenübersicht. Bitte Jana Luca. Das neue Forum im DDR-Bezirk Karl-Marx-Stadt hat einen Aufruf zum Streik am 6. Dezember wieder zurückgezogen. Die Forderungen nach Trennung von Staat und Partei sowie nach Abschaffung der Betriebskampfgruppen werden in einer Erklärung der oppositionellen Organisation jedoch aufrechterhalten. Die Aufforderung zum Ausstand hatte in der DDR, darunter auch bei den oppositionellen Gruppen, erhebliche Kritik ausgelöst. In Britz wurde heute die neue Bruder-Klaus-Kirche feierlich geweiht. Die alte, sie stand an gleicher Stelle, musste wegen Einsturzgefahr abgerissen werden.
Mitgeführt in der Prozession wurden die Reliquien des heiligen Willibrord, die später im Altar eingemauert wurden. Der Architekt Professor Jürgen Böker überreichte dem katholischen Bischof von Berlin, Georg Starzynski, symbolisch den Schlüssel, bevor sich für die Gemeinde zum ersten Mal das Kirchentor für den festlichen Weihegottesdienst öffnete. 2,5 Jahre hatte der Wiederaufbau gedauert. Mit gesegnetem Wasser besprengen der Bischof und der Pfarrer die Gemeinde, salbten den Altar und die Wände der neuen Bruder-Klaus-Kirche. Eine Stahl-Beton-Konstruktion. In Berlin ist die Smog-Vorwarnstufe aufgehoben worden. Wie die Umweltverwaltung heute mitteilte, könne jedoch jederzeit mit der erneuten Auslösung einer Smog-Stufe gerechnet werden. Die Inversionswetterlage mit hoher Luftbelastung bestehe weiter. Es sollte daher alles vermieden werden, was zu unnötiger Verschmutzung der Luft beitrage. Das Prunkstück der 5. Ausstellung des Vereins der Berliner Eisenbahnfreunde, Saxonia, die erste deutsche Dampflok. Sie ist übrigens noch betriebsfähig. 150 Jahre deutsche Ferneisenbahn, in 220 Minuten von Leipzig nach Dresden. Unter diesem Motto rollten hier heute die handgefertigten Kleinbahnen. Gezeigt wird außerdem die Fahrzeugparade der Jubiläumsfahrt, die im Sommer in Riesa stattfand, sowie die Entwicklung der Berliner Straßenbahnen. Zu sehen sind sie auch morgen noch im Bahnhof Lichterfelder West von 10 bis 18 Uhr. In der Bundesrepublik waren Ende November 4.220 AIDS-Erkrankungen gemeldet. Wie das Bundesgesundheitsamt, das die AIDS-Fälle seit 1982 registriert, heute dazu mitteilte, gingen allein in den letzten 12 Monaten 1.567 Meldungen ein. Grund zur Entwarnung bestehe also nicht, betonte das Bundesgesundheitsamt. Bis zum Ende des Jahres rechnet die Behörde mit etwa 2.000 AIDS-Neuerkrankungen. Zum ersten Mal seit Februar 1988 durfte heute der Liedermacher Stefan Kraftschick nach Ost-Berlin. Erwartet wurde er an der Invalidenstraße von der Ost-Berliner Sängerin Barbara Thalheim. Die beiden treten heute Abend im Ost-Berliner Haus der jungen Talente zusammen mit anderen ehemaligen DDR-Künstlern auf und Wolf Biermann. Die Veranstaltung wird im Hörfunk über SFB2 direkt übertragen. Die Bundesrepublik exportiert nach Informationen der Umweltschutzorganisation Greenpeace größere Abfallmengen in die DDR als bisher angenommen. Auf einem Kongress über ökologische Abfallwirtschaft in Berlin sprachen Greenpeace-Vertreter von einem Abfallkolonialismus. Jährlich würden mindestens 8 Millionen Tonnen in die DDR gebracht. Darunter befänden sich auch giftige Abfälle. Rund um die Gedächtniskirche, meine Damen und Herren, duftet es nach Bratwürsten, Glühwein und gebrannten Mandeln. Auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt zwischen Kudamm und Tauentzien gibt es wieder viel Verspieltes, Buntes, Festliches zu sehen. Einige Impressionen aus dieser Budenstadt im abendlichen Lichterglanz von Barbara Mansfield. Kuschelig warm angezogen, Karussell zu fahren, das war für die kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes heute wohl am schönsten. Und die Süßigkeiten natürlich. Da musste Vater eben ran. Die älteren Gäste nutzten ihren Rundgang, um Geschenke zu kaufen oder fehlenden Baumschmuck zu ergänzen. Das Angebot schien grenzenlos, auch wenn die Preise manchmal ganz schön happig waren. Überall erklangen Weihnachtslieder und sorgten so für die richtige Atmosphäre. An diesem Wochenende traf man auch viele Gäste aus dem anderen Teil unserer Stadt und sie entdeckten voller Überraschung an vielen Ständen das, was ihnen von drüben her vertraut ist. Räuchermännchen, Weihnachtspyramiden und Weihnachtsbaumschmuck aus dem Erzgebirge. Wem es zu kalt wurde, der wärmte sich mit Punsch oder Glühwein von innen auf. Und die Verkäufer an den Imbissständen hatten auch alle Hände voll zu tun. Ein paar Meter weiter im Europacenter veranstalteten die Ehefrauen der britischen Soldaten ihren traditionellen Weihnachtsbazar. Ehrengast der heutigen Veranstaltung war der britische Stadtkommandant Corbett, der die Gäste willkommen hieß und den Berlinern und ihren Besuchern ein frohes Fest wünschte. Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten und viel Glück. Für musikalische Unterhaltung sorgten zwei britische Militärkapellen und die Kinder einer Grundschule. Sie waren zweifellos die Publikumslieblinge. An den Ständen wurde all das angeboten, was zu einem typisch britischen Weihnachtsfest gehört. Zum Beispiel Knallbonbons, Plumpudding, englische Weihnachtskuchen und Mince-Pies. Der Reinerlös des Weihnachtsmarktes fließt wie in jedem Jahr wohltätigen Zwecken zu.
Im Haus am Checkpoint Scharni gibt es wieder die traditionelle Weihnachtsversteigerung. Der Reinerlös gilt ausschließlich der Aufrechterhaltung des Museums und das wird mehr Geld als zuvor brauchen. Denn der Eintritt für DDR-Bürger ist kostenlos, ebenso die Getränke. Der Ansturm gerade aus dem anderen Teil der Stadt ist riesengroß. Alle wollen wenigstens einmal sehen, auf welch abenteuerlichen Fluchtwegen viele ihrer Landsleute rüberkamen. Ein Bericht von Erika Lipki. Künstler stiften alljährlich Bilder, Grafiken oder Zeichnungen für das Museum in der Friedrichstraße. Der angesetzte Mindestpreis liegt weit unter dem Wert. Einer, der immer wieder dabei ist, ist Kurt Mühlenhaupt. 32 Arbeiten hat er allein zur Verfügung gestellt. 100 Mark das Blatt. Ein Original Schröder Sonnenstern. Auch hier liegt der Preis erheblich unter jedem Galerieverkauf. Der amerikanische Graffiti-Künstler Keith Haring, er bemalte 1986 100 Meter Mauer, wird wohl ein Renner werden. In diesem Jahr gibt es viele Arbeiten von russischen und polnischen Künstlern. Spontan haben sie, als die Mauer sich teilweise öffnete, ihre Bilder für die Versteigerung zur Verfügung gestellt. Wenn morgen um 14.30 Uhr die Auktion beginnt, werden sicher viele auch eines dieser russischen oder polnischen Bilder erwerben wollen. Immer wieder taucht das Mauerthema auf. Und der Franzose Christophe Boucher, der 1984 die Mauer mit den französischen Nationalfarben bemalte, hat jetzt eigenhändig sein Mauerbild wieder abgeklopft. Für 300 Mark werden kleine Mauerbrocken gehandelt. Im Haus am Checkpoint ist die Mauer auf jeden Fall schon zum Kunstwerk geworden. Künstler haben jedes neue Mauerdetail im Bild festgehalten. In diesen Minuten beginnt im ICC ein Gastspiel mit der Ulkenhüttel aus der DDR. Helga Hahnemann, die von sich selbst behauptet, eine ganz normale Verrückte zu sein. Kurz vor ihrem Auftritt hatte Holger Senft noch Gelegenheit, mit ihr ein kurzes Gespräch zu führen. Probeneindrücke, denn seit 19:30 Uhr ist sie wieder voll dabei. Das ICC ist ausverkauft und die Frau, die unermüdlich den Kessel Buntes rührt, ist in ihrem Element. Berlin, wie ein Hund auf den Knochen. Nee, ehrlich, ich finde das Dorf so ja schön. Hier bleiben ja auch viele von außerhalb hocken. Das kann man ja gleich an den Rucksäcke sehen. Wenn ich bloß drei Tage nach anderswo fahre, dann komm ich mit hängender Zunge zurück, weil ich Sehnsucht nach meinen Kartoffeln habe. So einen richtigen Haufen in Soße zerdrückt. Berlin, du bist die größte krasse Schlüppe auf der Welt. Naja, also was ich mir nicht wünsche, dass es so weitergeht mit dem Chaos, sondern dass wir jetzt mal wieder geordnete Verhältnisse kriegen. Aber ich meine geordnete im Sinne, dass die Wirtschaft jetzt angekurbelt wird. Das war also nicht so florieren, sondern ich bin ja ein Mensch der Tat, dass jetzt was gemacht wird, angepackt wird. Denn es gibt wirklich viel zu tun. Ne? Wie heißt es? Packen wir es an. Okay, wünsche mir einen guten Auftritt heute Abend. Schönen Dank. Tschüss. Ja, gut. Aber bitte schön, leise sagst, hey Mensch, achte auf dein Künstlerin. Herz mit Schnauze oder Schnauze mit Herz. Sie trifft stets den richtigen Ton und ihre Songs wie 100 Mal Berlin oder Jetzt kommt dein Süßer werden in beiden Teilen unserer Stadt nachgesummt. Die DDR-Künstlerin ist eine Ausnahmeerscheinung. Ein 100-prozentiger Profi. Sie ackert so lange auf der Bühne, bis sie auch den letzten Zuschauer auf dem billigen Platz in der Hand hat. Und wieder zum Sport. Die Eishockey-Preußen waren gestern Abend so richtig in ihrem Element. Schlusslicht Freiburg wurde mit 11:1 deklassiert. Die Berliner stellten dabei einen besonderen Rekord auf. Was für einen, sagt ihnen Stanley Schmidt. Drei Tore innerhalb von 27 Sekunden, so lautet die ungewöhnliche Rekordmarke. Es hieß schon 3:1 im ersten Drittel, als die beiden Amerikaner in Berliner Diensten die Preußenführung ausbauten. Nach dem 4:1 von Dave Silk fand der Puck in der gleichen 19. Minute noch zweimal den Weg ins Freiburger Tor. Beim 5:1 war Tom O'Regan erfolgreich, wie sein Landsmann traf er insgesamt dreimal. Und kaum war das Spiel wieder freigegeben, da kam Dave Silk erneut an die Reihe. Die Freiburger wirkten an diesem Tage wie ein Trainingspartner. Das Ergebnis hätte durchaus höher ausfallen können. Nicht einmal eine halbe Minute nach dem 4:1 schaffte Silk dann das 6:1. Und das war das Bemerkenswerteste an der einseitigen Begegnung, die zumindest den Preußen viel Spaß gemacht haben dürfte.
In der Deutschlandhalle gibt es ein internationales Tanzfestival mit den besten 26 Paaren aus 26 Nationen. Im Mittelpunkt stehen die Tänze um den World Cup im Standard und um den goldenen Bären in den lateinamerikanischen Tänzen. Was im Augenblick in Eichkamp auf dem Parkett zu sehen ist, sagt uns gleich in einer Live-Schaltung mein Kollege Johannes Kerner. Herzlich willkommen in der Berliner Deutschlandhalle. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Begutachtung eines neuen Berliner Tanzsportkindes. BITAF, Berliner Internationales Tanzsportfestival, verbirgt sich dahinter. Zusammengesetzt aus einem international gut besetzten lateinamerikanischen Turnier und einem Turnier in den Standardtänzen. Hier wird gerade die Vorrunde getanzt im Slow Fox, dem langsamen Foxtrott. Der vierte Tanz dieser Vorrunde im World Cup. In der Berliner Deutschlandhalle bis ca. 23 Uhr wird diese Veranstaltung noch laufen. Sie haben es gesagt, Gerhard Lenz, ein hervorragendes, international besetztes Turnier mit auch einer sehr guten Beteiligung aus dem Ostblock. Auch ein Paar aus der DDR wurde kurzfristig ins Programm genommen. Ein Paar aus Leipzig und auch ein Berliner Paar, das vertritt hier die bundesdeutschen Farben, André und Astrid Groger, denen nicht nur die Menschen, die 5000 hier in der Deutschlandhalle, sondern auch sicherlich all die, die jetzt zuschauen, die Daumen drücken werden, denn sie werden hier zu den Mitfavoriten gezählt, werden ganz vorne im Feld bei diesem World Cup in den Standardtänzen erwartet. Soweit ein erster Eindruck aus der Berliner Deutschlandhalle. Weiteres, wann Sie auch mehr sehen können, erfahren Sie von Gerhard Lenz aus dem Studio. Wenn Sie mehr über dieses tanzsportliche Spitzenereignis erfahren wollen, meine Damen und Herren, können Sie das in einer ARD-Sport-Extra-Sendung aus Berlin. Werden ab 23.10 Uhr bis 0.20 Uhr die Höhepunkte zusammengefasst. Ja, und damit wären wir bei den Tipps für Kurzentschlossene. Heute hat sie Holger Senft für Sie zusammengestellt. Tag der offenen Tür der Weddinger Ateliergemeinschaft in der Gerichtsstraße 12 bis 13. Morgen von 11 bis 17 Uhr sind alle Besucher kostenlos eingeladen zum Rundgang durch die Künstlerwerkstätten. Im Stadthaus Böckler Park in der Kreuzberger Prinzenstraße 1 findet heute und morgen die vierte Avantgarde-Nacht statt. Musik, Show und Literatur. An beiden Tagen jeweils ab 20 Uhr. Eintritt 10 D-Mark, DDR-Bürger zahlen die Hälfte. In der Urania ist die Münchner Lach- und Schießgesellschaft zu Gast. Der Name heißt Fraxhaus. Ja, wir feiern den 40. Jahrestag unserer Verfassung. Warum warten wir nicht den 50. ab? Dabei will ich wissen. Bis zum 6. Dezember gastiert die Truppe dort jeweils ab 20 Uhr. Morgen jedoch zusätzlich um 16 Uhr für DDR-Bürger zum Preis von 20 Mark. Die ganzen Revolution noch gar nicht fertig war. Nun, das Ergebnis ist aber auch danach. Sie sagen es, die Franzosen haben Mitte, wir haben Mitte rechts. Kinotipp. 5 Bier und ein Kaffee. Ein Szenefilm, der gute Laune macht. Zu sehen im Movimento und Graffiti. 5 Bier und ein Kaffee. Fernsehtipp. One Fine Day. Ein Film von Petra Hafter. Morgen um 14.15 Uhr in der ARD. Und noch ein Fernsehtipp. Konzert für Berlin. Die SFB-Musikreportage wird morgen auf dem Kanal 1 Plus um 18.15 Uhr wiederholt. Avantgardistische, jazzige und religiöse Töne in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Kartenvorverkauf ab 20 Uhr. Eintritt 10 D-Mark. Für DDR-Bürger kostenlos. The best part of me is the Jesus you see. Die singenden Botschafter Österreichs werden sie genannt, die weltberühmten Wiener Sängerknaben. Heute und morgen zu Gast in Berlin. Aus ihrem Programm in der Philharmonie ein Titel, der in diesen Tagen immer wieder zu hören sein wird, die traditionelle Weihnachtsmelodie »Es ist ein Ros entsprungen«. Die Wiener Sängerknaben waren schon immer gern gesehen, überall auf der ganzen Welt. In früheren Zeiten genauso wie heute. Den Chor gibt es ursprünglich schon seit 1498. Wiederbelebt wurde er 1924 von Josef Schmidt, dem Rektor der Wiener Hofburgkapelle. Er griff damit die Tradition der Hofsängerknaben des Kaiser Maximilian I. wieder auf, die mit dem Zerfall Österreichs vergessen worden war.
Die Knaben wohnen in einem Internat, in dem sie kostenlos studieren können. Es gibt sogar eine eigene Fußballmannschaft. Dafür erhalten sie bei Konzerten auch keine Gage. Ein leichtes Leben? Erzähl doch mal, was machst du den ganzen Tag? Also Freizeit, 2 Stunden proben. Also wir sind in der Volksschule so immer um 7 Uhr aufgestanden. Dann Schule, Mittagessen, Freizeit, Probe. Dann wieder Studium, dann wieder schlafen. Es gibt insgesamt 4 Chöre mit 25 Jungen. 2 Chöre sind immer auf Tournee und die dauert meist 3 Monate. Nach den anschließenden Ferien heißt es dann ab auf die Schulbank. Klassische Musik und Harmonielehre gehören zu den Hauptpflichten. Hört ihr auch andere Musik? Also so, was weiß ich, kennt ihr Michael Jackson? Ja, schon. Wir hören sehr oft Popmusik, aber das meiste ist Klassik. Und was hältst du von Popmusik? Ne, Blödsinn. Und du? Auch nichts. Könntest du dir vorstellen, mal sowas zu singen? Nein. Naja, muss er ja auch nicht. Was sollen Sie auch anders sagen? Die Wiener Sängerknaben treten übrigens morgen in der Philharmonie ab 16 Uhr noch einmal auf. Dafür gibt es auch noch Karten an der Kasse. Ja, und ich hoffe, dass wir Sie mit dieser volkstümlichen Weihnachtsmelodie schon ein wenig auf den morgigen ersten Advent eingestimmt haben. In diesem Sinne, ein harmonisches Wochenende. Tschüss, auf Wiedersehen.